Ausnahmsweise mal nicht mit einem Supersportler, sondern in einer Familienkiste ist heute Grip-Testfahrer Matthias Malmedy unterwegs. Sein Gefährt, der neue BMW 2er Active Tourer. Und Rennfahrerin Cindy Allemann scheint in der Konkurrenz von VW, dem Golf Sports Van, irgendwie ebenfalls deplatziert. Cindy, man sieht, dass du keine Kinder hast, weil wenn du Kinder hättest, ne? Ja, klar. Dann hätten sie spätestens nach der dritten Kurve die Nudeln mit Tomatensauce auf der Rückbank verteilt. Zwei Vollgas-Profis in Familienvans. Ob das Sinn macht? Also ein Van bei Grip, das passt ja irgendwie nicht so richtig, werden Sie sagen. Ich sage doch, das passt, weil wir sitzen in dem BMW 2er Active Tourer. Und BMW verspricht natürlich, dass ich hier gerade in dem sportlichsten Van aller Zeiten sitze. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass BMW jemals ein Auto mit Frontantrieb auf den Markt bringt. Jetzt haben sie es getan. Das erste Auto der Firmengeschichte mit Frontantrieb. Und ich bin gespannt, wie der fährt. Sein ärgster Konkurrent, der VW Golf Sports Van. Rentner oder vielleicht doch Rennauto? Das ist hier die Frage. Ja, BMW hin und her. Aber auf meinem Auto steht Sport, nämlich Golf Sportwagen. Und wenn ein weiß, wie man Frontantrieb baut, dann ist Volkswagen natürlich. Sie bauen seit immer Frontantrieb. Sie sind wirklich die richtige Profi dafür. Ich habe immer gehört, der Golf Plus ist eigentlich ein Auto für Rentner. Ich bin gespannt. Jetzt Sportwagen. Ja, Sport steht da drin. Hoffentlich steckt viel Sport in dem Auto. Das Duell VW gegen BMW, Golf Sports Van gegen 2er Active Tourer. Wer baut den sportlichsten und besten Van in der Kompaktklasse? Vielleicht kennen ja die alpinen Ureinwohner die Antwort. Entschuldigung, kurze Frage. Wie finden Sie denn den Active Tourer von BMW? Dann müssen wir wohl selbst eine Antwort finden. Ein paar abfallende Linien hier, große Räder da und ein Spoiler am Heck versprechen Sportlichkeit. Der Active Tourer ist zwar nur 2 cm länger als der 1er, hat aber deutlich mehr Platz. BMW-typisch sein Preis. Rund 31.000 Euro sind für den 218D mit 150 PS Leistung fällig. Das ist ein Familienvan, wo Fatih mal ernst machen kann, aber die ganze Familie sagt, Fatih, wir haben BMW gekauft. Herrlich. Schön hast du das gemacht, Fatih. Danke, Papa. Genau, so fühlt sich das hier an. Auch Cindy ist überzeugt, mit dem VW den sportlichsten Kompaktvan seiner Klasse zu fahren. Also ich behaupte wirklich, dass Volkswagen wissen wirklich, wie man ein richtig cooles, aber auch praktisches Auto baue. Volkswagen will neben der Generation 60 plus jetzt junge, hippe Familien ansprechen. Der Sportsvan ist 13 cm höher und 8 cm länger als ein normaler Golf. Das erleichtert den Einstieg und schafft mehr Platz. Und 150 Diesel PS gibt's für rund 28.000 Euro. Ein Van muss vor allem eins sein, praktisch. Matthias und Cindy testen die Alltagstauglichkeit beider Autos. Sind die Familienmobile auch ordentlich gerüstet für den Einsatz an der Freizeitfront und den Kindertransport? Der BMW punktet schon mal mit einer automatisch öffnenden Heckklappe. Doch ist er auch genauso flexibel einsetzbar wie der VW? Erster Praxistest, der Kofferraum. Wie einfach lassen sich die Sitze umklappen? Wo sind Hebel und Schlaufen platziert? Welcher Van lässt sich auch bei Nacht und Nebel beladen? Um das herauszufinden, müssen unsere beiden Tester gleich blind die hintere Sitzreihe umklappen und die Hutablage entfernen. Es ist nicht kompliziert, wenn du kannst sehen. Das Problem ist blind, das ist schon ein Challenge. Die richtigen Griffe und Hebel zu finden, sind nicht so einfach. So, Matthias, ich stecke mit diese. Wirst du wirklich nichts mehr sehen? Also, wenn du mich fragst, ist alles schwarz. Dachte dir. So, wo also, ist mein Auto jetzt? Ist das Auto nein, da? Nein, du musst oder dich da drehen. Andere Seite. Da? So ein bisschen mehr nach vorne, noch ein bisschen mehr nach vorne. Jawohl. Okay. Okay, let's go. Kofferraum geht auf. Dann gibt es hier diese beiden Hebel. Boah, das ist aber schnell. Das ist gut, ne? Ja, hier wird schwierig da. Aushängen, zack, zack, fertig. Okay, das ist aber wirklich schnell. Ja, wie schnell? 13 Sekunden 31. Das musst du erst mal nachmachen, ne?
Ja, 13 Sekunden ist natürlich super. Allerdings wurde das Ganze erkauft durch diesen kleinen Hebel hier, den es nur gibt, zusammen mit der verschiebbaren Rücksitzbank. Und die gibt es beim Sportsman eben serienmäßig. Okay, ich sehe nichts, das ist alles schwarz. Los. So, zack, zack, zack. Ja. Sitz umklappen. Zweiten Sitz umklappen. Okay, fertig, Schluss. Ja, ich habe schon längst drauf gedrückt, aber trotzdem sind es 17:34. Aber du warst auch schnell. Aber nicht schlecht. Ja? Nicht schlecht. Ja, wow, nur 4 Sekunden Unterschied. Das ist einfach unglaublich. Ich habe kein Elektronisch, nichts. Und trotzdem mit dem Golf, es ging super schnell. Alles perfekt. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so schnell ist, aber sie ist flink und das geht alles easy bei dem Golf. Auch mit verbundenen Augen sozusagen. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob das hier 300 Euro wert ist, quasi diese 4 Sekunden. Es geht auch ohne Elektrik. Das maximale Kofferraumvolumen des BMW 2er Active Tourer beträgt 1510 Liter. Der VW Golf Sportsvan hat 10 Liter mehr Stauraum bei umgelegter Rückbank. Welcher Van lässt sich einfacher beladen? Cindy und Matthias packen in beide Fahrzeuge jede Menge Freizeitequipment. Vom Fahrrad bis zum Schlauchboot, alles muss rein. Was auffällt, das Fach im Kofferraumboden beim VW ist größer als das beim BMW. Ein Fahrrad passt mit demontierten Vorderreifen bei beiden Autos aufrecht in den Kofferraum. Ja, also beim Packen muss ich sagen, war ich überrascht, dass beide Fahrzeuge eigentlich 3 Fahrräder einpacken können. Und das ist schon was, was in der Kompaktklasse überraschend ist, finde ich. Also ich denke, es gibt nicht große Unterschiede. Einzige Sache, die ich noch gemerkt habe, ist, unten in der Ablage da kann ich ein bisschen mehr reintun als der Matthias. Aber sonst ist es eigentlich das Gleiche. Die nächste Testkategorie, das Handling. Der Active Tourer ist der erste Fronttriebler in der langen BMW-Geschichte. Für Fans der Marke ein echtes No-Go. Schließlich steht bei den Bayern traditionell der Antrieb über die Hinterräder für die sprichwörtliche Freude am Fahren. Also ich meine, wie der einlenkt, ist schon gut, ne? Untersteuert schon ein bisschen, aber, hä? Natürlich untersteuert, der ist ein Frontantrieb. Ja, ja, ich wollte nur sagen, ich mag ihn schon. Aber es ist ein BMW-Frontantrieb. BMW setzt auf viel Hightech für ein agiles Fahrverhalten. Das ESP bremst in Kurven gezielt die Räder ab und im Sportprogramm lässt es auch mehr Schlupf an der Vorderachse zu. Oh, 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 oh. Es treibt dann immer weiter nach außen, da muss man vom Gas gehen. Aber dann kommt er schnell wieder auf die Spur und man kann wieder schnell ans Gas gehen. Und das ist eben dann doch wieder BMW, dass man wieder schnell ans Gas gehen kann. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, dieses Auto fährt perfekt. Es ist sicher, es ist trotzdem flott. Das ist jetzt das erste Auto, was sie entwickelt haben als Fronttriebler, aber sie haben natürlich in der Geschichte Erfahrung mit den Minis. Und da haben sie natürlich viel gelernt und da haben sie es schon perfekt hingekriegt. Ein Mini ist eines der sportlichsten Autos, die man so kaufen kann. Und da haben sie sich, glaube ich, viel abgeguckt. Also das Auto liegt super auf der Straße, ist sehr komfortabel, aber trotzdem schnell. Das ist ein echt gutes Gesamtpackage. Vom Start weg beschleunigt der 2 Liter Diesel den Active Tourer in 8,9 Sekunden auf 100. Der Golf Sportsvan liegt bei der Beschleunigung gleich auf. Ich glaube ganz ehrlich, Cindy, dass das ein Motor ist, den ganz, ganz viele Leute kaufen werden. Weil der ist sparsam und er ist trotzdem souverän. Ja? Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es hier untermotorisiert ist, oder? Nein, überhaupt nicht. Also es fühlt sich sehr, sehr gut. Es fühlt sich sogar schneller als mein Golf. Der Golf Sportsvan hat genauso viel Leistung, aber mit 340 Newtonmeter etwas mehr Drehmoment. Trägt dieser Van zu Recht das Kürzel Sport und kann er mit dem BMW in puncto Handling mithalten? Er fühlt sich normal an, wenn du normal fährst. Und wenn du schneller fährst, dann wird er immer präziser, immer besser. Ja, und das Kraft. Der Kraft auf dem Lenkrad ist perfekt. Am Lenkrad ist perfekt. Ja? Ja, nicht zu weich und nicht zu schwer. Also ich finde es super. Du hast wirklich ein richtiges Feedback von deinem Auto. Große Überraschung für mich, wenn ich den Golf gefahren bin. Ich hätte nie gedacht, es liegt so gut auf der Straße. Also ich habe wirklich Spaß gehabt auf der Straße. Und ich denke, sogar der Matthias hat gemerkt, wie viel Spaß ich hatte. Weil ich habe wirklich Gas gegeben. Ich hätte nie gedacht, ich könnte so schnell fahren.
BMW gegen VW. Welcher Van ist im Vergleich sportlicher und schneller? Ich steige jetzt in meinen BMW und du versuchst, an mir dran zu bleiben. Und dann fahren wir es aus auf der Bergstrecke. Du musst mich nicht zweimal sagen, das ist kein Problem für mich. Okay, gut. Diese Einladung nimmt Cindy gerne an. Also dann. Ciao. Auf abgesperrter Strecke geht es um die Handling-Krone. Matthias gegen Cindy, BMW gegen VW. Jetzt haben wir mal den direkten Schlagabtausch. Die Cindy sitzt im Golf Sports Van. Sie hat 40 Kilo mehr an Bord, weil sie DSG eingebaut hat. Ich habe eine ganz normale Handschaltung hier drin, aber ich habe auch 20 Kilo mehr auf dem Rippen. Und dazu kommt, dass Cindy ein ausgebuffter Rennprofi ist. Anstrengend für mich. Ich muss alles geben in die Kurve, weil sonst er holt so viel auf. Auf der Geraden zeigt der BMW seine Schnelligkeit. Cindy muss an ihm dranbleiben. Egal. Schau jetzt, wie ich dich auf die Bremsen wieder nehme. Kann Matthias jetzt einen Vorsprung herausfahren? Hier haben wir ein leicht stärkeres Untersteuern. Ich gucke in den Rückspiegel und da ist sie gleich wieder weg. Da kriegt sie gleich wieder 3 Meter Rückstand oder so. Ich fahre der Cindy weg. Ist das Rennen wirklich schon entschieden? In die Kurve, ich komme zurück. Da habe ich wieder 1-2 Meter gewonnen. Und jetzt ist beschleunigt, das ist schwierig wieder. Hey, er geht weg. Er geht einfach weg. Die Handling-Krone geht an den BMW. Gerade alle können schnell fahren. In die Kurve ist eine andere Geschichte. In der Kurve bin ich genauso weggefahren. Ja, also ich habe nicht gesehen, dass du irgendwann mal an mich rangekommen wärst. Ich bin immer weiter weg, immer weiter weg. Nächste Kategorie, der Preis. Der BMW punktet beim Fahrspaß, bietet viel Platz und ist praktisch. Der VW hält in allen Kategorien gut mit, doch beim Preis kann der Golf richtig auftrumpfen. Ich finde, der BMW ist noch ein Tacken hochwertiger, ein Tacken verspielter, vielleicht ein Tacken schöner. Luxuriös vielleicht? Luxuriöser, ja. Aber das musst du natürlich auch bezahlen. Die Basisversion des VW ist 2.700 Euro günstiger. Bei gleicher Ausstattung ist der BMW am Ende jedoch über 6.000 Euro teurer. Unser Fazit. Der BMW 2er Active Tourer ist zwar der sportlichste Van seiner Klasse, jedoch muss man dafür tiefer in die Tasche greifen als beim VW.